Dieses Videotutorial geht näher auf das Xova-Tool ein. Ihr solltet es als erstes starten, wenn ihr als LabDo-Benutzer eingeloggt seid, weil damit auch bestimmte Voreinstellungen vorgenommen werden. Startet ein anderer Anwender Xova als erstes, geht es hinterher nicht mehr, muss man das System neu aufsetzen mit Xova. Wir haben bestimmte Wikis für euch vorinstalliert bei LabDo-Rechnern, die sogenannten Simple English Wikis. Es gibt aber über 800 weitere. Die Idee ist, dass man hier offline auf diese Wikis zugreifen kann. Das heißt, ihr könnt hier ganz normal surfen innerhalb dieser Wikis, als wenn ihr im Internet wärt. Aber das Ganze findet lokal auf eurer Maschine statt. Ihr habt die Möglichkeit, auch weitere Wikis hinzuzufügen. Das geht auf verschiedenen Wegen. Ihr geht zurück auf die Hauptseite. Hier unten habt ihr die Möglichkeit, online oder auch offline zu importieren. Wenn ihr die Wikis online importieren möchtet, findet ihr hier eine lange Liste der verfügbaren Wikis. Ich gehe dann immer so vor, dass ich hier unter Suchen die Sprache suche, die benötigt wird, und dann kann man sich das hier herunterladen. Der Haken an der Geschichte, je nach Größe der Dateien kann es recht lange dauern, und dieser Download hier ist in der Version 0, in der Version 1, das heißt ohne Bilder. Zwei Möglichkeiten: Man kann dann in den sogenannten Offline-Wiki-Bereich gehen, kann hier dann auch die Sprache seiner Wahl auswählen und kann dann hier direkt die Version 2 herunterladen, entweder per Skript und dann nacheinander oder sofort. Bei der Version 2 sind die Bilder dabei, und das ist für die Kinder natürlich schon sehr viel sinnvoller, wenn dann auch die Wikis bunt und bebildert sind. Ein dritter Weg geht über das Internet. Wir haben bei uns auf dem FTP-Server einen schon vorbereitete, gepackte Archive von diesen Wikis zur Verfügung gestellt. Wenn ihr weitere Sprachen braucht, meldet euch gerne. Das läuft dann in der Regel so ab, dass ihr direkt über unseren FTP-Server auf das Wiki-Archiv geht, Xova-Wikis, im Moment sind die 3Xer aktuell, das kann sich natürlich auch mit der Zeit ändern, und hier findet ihr dann für Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter gepackte Wikis, sind natürlich recht groß, einfach herunterladen, entpacken und in den Ordner LabDo Public Xova Wiki, LabDo Public Xova Wiki, hier hinein die entpackten einzelnen Ordner verschieben, und dann erkennt Xova diese und zeigt die entsprechend auch mit an. Damit andere Benutzer darauf zugreifen können, solltet ihr anschließend dieses Skript hier mit den Rechten ausführen im Terminal. Das hat den Vorteil, dass dann die Rechte so eingestellt sind, dass auch andere Benutzer darauf zugreifen können. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier mit mehreren Tabs zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel hier Wikibooks in einem Tab öffnen, Wikipedia im nächsten, und könnt dann auch sehr schnell zwischen den Inhalten hin und her springen. Ihr könnt innerhalb der Wikis suchen. Es ist also wie eine kleine Datenbank auch dahinter. Ihr habt die Möglichkeit, hier entweder nach Themen etwas aufzurufen oder eben, wenn euch etwas interessiert, dann über die Schlagworte entsprechend zu verzweigen. Vielen Dank und viel Spaß bei Xova.